durch diese außergewöhnliche Belastung, unter der wir gestanden sind, ja, weil wir haben ja kein Sauerstoffgerät gehabt. Wir haben ja natürlich schon dann gewusst, vom Südgipfel an, wir schaffen den Gipfel. Schwierig war der Aufstieg durch die immense Kälte. Es hat zwischen 30 und 40 Grad minus gehabt an dem Tag. Schwierig war die Situation durch den Sturm, durch den Wind. Das war natürlich ein Problem. Schwierig war die psychologische Geschichte, dass man nicht gewusst hat, werden wir jetzt deppert oder schaffen wir das? Nein, und das Problem war sicher, dass niemand gewusst hat, wie es ausgeht. Ja, unsere beiden Ärzte, der Bulle und der Manni, haben euch natürlich bestärkt im Gefühl, dass es geht. Aber andere haben gesagt, ihr kommt als lallende Idioten herunter. Und das war, glaube ich, das Mentale überhaupt, dass wir gesagt haben, das muss ich jetzt durch und wem vertraue ich da?